Willkommen, meine lieben Freunde, zum 7. Spieltag der 8. Season der German Pokémon League, kurz GPL. Es geht ran gegen das Team Flutschige Zäpfchen, geleitet vom lieben Nestflo, am letzten Spieltag der Hinrunde. Nächsten Sonntag gibt es den GPL-Rückrundendraft und dann nochmal weitere 7 Spieltage, aber dazu an anderer Stelle mehr. Heute geht's erstmal ran mit einem wilden Team. Bestehend aus Lebenorb, Voltolosti, Wahlbrillen, Primarene, Offensivfest, Metagross, Überreste, Gortrom, Beulenhelm, Boyosti und Gras, Samen, Kikli. Und ich würde sagen, auch die Reihenfolge war vielleicht ein bisschen anders, als ihr es gesehen habt. Egal, auf jeden Fall, wir gehen endlich rein, wir lassen Flo nicht mehr weiter warten und sehen ein wildes Team. By the way, jetzt hier mit auch nicht mehr der Bisofang-Frisur, jetzt so mit einer Militärsfrisur, bisschen kurz geworden. Egal, ich war gerade beim Friseur. Sehr spannend, oder? So gehe ich ein bisschen von meiner Aufregung weg, weil ich bin sehr aufgeregt. Ich muss ehrlich sagen, ich schreibe währenddessen gerade die Pokémon auf. Deswegen kann ich darüber gerade reden. Ich bin gerade sehr, sehr aufgeregt, weil es geht um alles. Ich will 5-2 gehen. Es ist so wichtig. Bene hat sich einen Vorsprung geholt. Den wollen wir natürlich dann nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen immer noch um den Sieg der GPL spielen. Wir haben noch 7 Spieltage nach diesem Spieltag. Deswegen will ich hier natürlich mit einem Sieg rausgehen. Und das ist ein gefährliches Team. Er hat Elfo nicht dabei. Was hat er denn noch nicht dabei? Er hat auf jeden Fall so die gefährlichsten Pokémon dabei. Ich gucke gerade nochmal, was er nicht dabei hat. Ich überlege gerade, mit Voltolos zu leaden. Das wäre eine Option. Oder Gortrom. Ich habe noch 36 Sekunden. Ich gucke gerade nochmal ganz kurz. Was hat er nicht dabei? Er hat Bisofang nicht dabei. Raichu nicht dabei. Zilembrim. Er hat Kagron nicht dabei. Das ist tatsächlich wild. Das ist sehr, sehr, sehr wild. Ich denke, ein Voltolos-T-Lead wäre eine Option. Boyosti wäre auch eine Option, einfach verhöhnen. Im Fall der Fälle einfach mit Kehrtwende raus. Ich denke, Boyosti ist tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen tatsächlich für den Boyosti-Lead hier in der Situation, weil ich muss mich beeilen. So, auf fertig gehen. Huh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ja, Boyosti ist es, glaube ich, weil ich kann in vielen Matchups mit der Kehrtwende raus. Ich kann auf Verhöhner gehen gegen Sumpex, um die Tarnsteine zu verhindern, weil ich weniger Bock auf die Tarnsteine habe. Das ist tatsächlich mein Play. So, ich hatte ganz kurz irgendwie nochmal Angst, dass ich die Item Claws gebrochen habe. Habe ich aber nicht. Alles gut. Ich war nur irgendwie ganz kurz verwirrt. Da kommt Schwambert. Die Sache ist, ich habe halt überlegt, ob Voltolos Tiderlied ist mit Strauchler. Aber er könnte halt die Anti-Pflanzenbeere haben und dann ganz crazy Stuff machen mit Spiegelcape oder keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, verhöhen wir einfach in der ersten Runde dieses Sumpex schon mal. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Sache. Er könnte halt Strauchler, also Angst vor Strauchler haben. Das ist so eine Geschichte. Aber er könnte halt auch, wie gesagt, Spiegelcape haben. Wir verhöhen ihn erstmal. Wenn er Toxin oder so einsetzt, wäre das fein. Er geht aber auf die Lawine direkt, was okay einen Schaden macht. Ich meine, es macht über 50, also es macht weniger als 50%. Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist Lifehop. Nee, er bekommt natürlich Beulenhelm Schaden. Ja, und wir könnten jetzt hier mit der Kehrtwende raus. Wir könnten Toxin drücken. Die Frage ist, ob wir auf irgendwas großen Chip fressen wollen. Das ist so die Geschichte. Wir könnten halt den jetzt hier, wie gesagt, erstmal Toxic eine Runde. Und dann in, oder halt direkt mit Kehrtwende raus und in Primarene. Er wird halt auf jeden Fall angreifen. Ich glaube, ich will meinen Boyos in der guten KP-Range behalten. Ich glaube, es lohnt sich nicht unbedingt, ihn zu vergiften hier ab diesem Punkt. Deswegen gehen wir eher auf die Kehrtwende, auch wenn ein bisschen Beulenhelm Schaden natürlich auch nicht schlecht wäre. Die Frage ist natürlich, was wird er jetzt hier machen? Weil er sieht halt, okay, gut, Lawine macht unter 50%, ich bin defensiver ausgelegt. Hitzewelle bringt mir, by the way, in dem Matchup jetzt nicht mehr so viel, weil er Kagron nicht dabei hat, aber das ist okay. Ich hatte halt ein bisschen Angst vor Kagron, also falls er mitkommt, das Boyos T-Set ist halt dafür da, um generell das Team ein bisschen zu supporten. Jetzt sehen wir auch vielleicht, ob er gleich einen Beulenhelm hat. Und wir sehen keinen Beulenhelm, also Grindobeere immer noch eine Option hier. So, er könnte jetzt hier auf Erdbeben gehen natürlich. Wir könnten auch in Gortrom gehen, werden dann angechippt von diesem Dingens. Ihr wisst schon. Rillaboom, warte mal kurz. Ich muss mal kurz schauen. Lawine wird doch stärker, wenn man Schaden frisst, wenn man als letztes angreift. Seine Attacke hat eine niedrige Priorität, bla bla. Er hätte entweder während dieser Runde noch vor Einsatz von Lawine Schaden, verdoppelt sich die Angriffsschärfe von Lawine auf 120, richtig. Deswegen war sie auch relativ schwach in der Runde. Er würde deswegen vielleicht nochmal auf Lawine gehen. Wir könnten deswegen eigentlich mal auf Primarene gehen. Er könnte natürlich auch auf Erdbeben gehen, das wäre ein bisschen nerviger in der Situation. Aber ich denke, wir gehen trotzdem in Primarene, weil der hier super viel Druck aufbaut, ja.
Ich denke schon, weil natürlich kann man dann noch hart rauswechseln können, aber ich wollte die Info, ob er einen Boy-Name hat. Er geht nochmal auf Lawine, das ist jetzt komplett fein für mich. Das macht natürlich jetzt ein bisschen mehr Schaden, weil er jetzt hier Schaden gefressen hat. Aber es ist jetzt nicht so viel Schaden, dass er mir krass wehtut. So, ich habe eine Wahlbrille. Heißt, ich könnte jetzt einfach mal Choice Packs Mondgewalt drücken. Er hat da nicht wirklich viel Switch-Ins für. Wir können aber auch Choice Packs Siedewasser drücken. Was die Sumpex im Normalfall, glaube ich, auch killen kann. Die Frage ist halt, was wir hier eher drücken wollen. Er könnte halt Arcani reinwechseln, aus irgendeinem Grund so ganz risky, keine Ahnung. Choice Packs Siedewasser. Wenn er halt speziell defensiv ist, killt es nicht. Aber ist er speziell defensiv? Ja, wobei Choice Packs Siedewasser wird auch nicht safe killen. Hydro Pump schon eher. Wir könnten Choice Packs Hydro Pump einsetzen. Nervig wäre dann natürlich, wenn es misst. Geht er hier in Arcani in der Situation? Weil er irgendwie mit Energieball rechnet. Aber er muss natürlich auch Angst haben vor der Wasserattacke. Das ist jetzt die Sache, weil, wie gesagt, ich bin gerade in der Situation, wo ich einmal richtig ordentlichen Schaden raushauen kann. Und wenn es misst, habe ich ein Problem. Aber ich glaube, Choice Packs Hydro Pump ist hier der Play. Und wir müssen einfach hoffen, dass es trifft. Er bleibt drin, er geht auf Erdbeben, er ist schneller. Ich habe ein bisschen Investment, deswegen habe ich gehofft, dass ich vielleicht schneller bin. Das macht guten Schaden und jetzt bitte nicht missen. Das wäre ganz wichtig. Ich treffe. Okay, jetzt ist schon mal alles erstmal fein. Das ist fein, denn wir bekommen Schwammbad weg. Und das ist wichtig. Wir haben leider sehr viel Erdbebenschaden gefressen. Aber Sumpex ist weg. Das heißt, ich kann Free Donnerblitz drücken mit Voltolos. Und diesen Trade nehme ich. Diesen Trade nehme ich extrem gerne. Weil natürlich Primarine hätte ich ganz gerne bei einer besseren KP-Range noch behalten. Weil der ist halt immer noch super, super wild und alles outspeedet den so ziemlich und kann ihn potenziell killen. Aber ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem behalten, damit ich nicht irgendwie, also damit ich meinen Draco-Switch-In nicht verliere. Außer er geht jetzt hier straight in Kyurem. Könnte halt auch direkt in Kyurem gehen, der wäre ein bisschen gefährlich, dieser Wechsel. Aber ich gehe dann in Metagross wahrscheinlich halt direkt. Ich habe eine Offensivfest, der könnte natürlich auch physisch sein mit einem Drachentanz-Set. Vor dem Set habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt, das ist klar. Aber ich habe Grassamen, Gortrom, also Grasfeld, Gortrom mit Grassamen, Kikli. Das heißt, ich kann ihn revengen. Wenn er auf plus 2 geht, habe ich ein Problem. Also plus 2 Kyurem würde mich ab diesem Punkt sweepen. Und er kann natürlich gegen Primarena ein Setup rausbekommen. Aber nicht auf plus 2 gehen. So, er geht auf Böllerfisch. Den guten alten Böllerfisch. So, und jetzt ist natürlich die Sache, er wird hier immer auf Gift-Heap gehen. Das ist immer so eine Geschichte, die er hier tun kann. Heißt, wir könnten natürlich auch ganz frech im Metagross gehen, will ich aber natürlich eher weniger riskieren, dass er ja am Ende auf Crunch oder so geht. Darauf habe ich auch eher weniger Bock. Das heißt, Gortrom ist hier natürlich etwas, was ich immer tun kann, aber ich bekomme natürlich ordentlichen Schaden von einem Gift-Dieb, auch wenn ich total physisch defensiv bin. Das ist so jetzt das Problem, was ich habe, was ich jetzt abwägen muss. Ich meine, danach kill ich ihn mit Grasrutsche. Ich würde halt so gerne auf die Giftattacke in Charles reingehen, ne? Aber ich brauche Charles auf jeden Fall auch noch für Meta, für Kyurem. Deswegen abwerfen will ich den eigentlich auch noch nicht an dem Punkt, oder? Will ich den abwerfen? Ich meine, ich kann ihn abwerfen. Wahrscheinlich muss ich ihn sogar abwerfen. Ja. Weil ich glaube, ich will Gortrom nicht angechippt bekommen. Er geht sowieso auf Gift-Deep, ja. Ich glaube, das ist okay. Weil ich habe Metagross noch als Switch-In für dieses Kyurem. Und Primarine wird wahrscheinlich nicht genug machen. Er ist sowieso Leben-Orb. Ja, das ist eine wichtige Information. Deswegen nehme ich diesen Trade, sage ich, erstmal mit. Grasrutsche, sage ich schon. Leben-Orb und Gift-Dieb. Ich habe mir schon im Kopf nachgedacht, ob ich direkt in Gortrom gehe und Grasrutsche drücke. Aber ich würde, glaube ich, eher auf Egelsam hier gehen. Ja. Und wir gehen halt auf Boreos-Tee. Und machen damit Faxen, aber nee, ich glaube, Gortrom ist es hier immer. Und dann gehen wir jetzt hier, glaube ich, immer auf die Egelsamen. Das ist, glaube ich, immer mein Play. Wobei er hier auch einfach auf sein Foyal gehen kann. Und das ist so eine Geschichte, auf die ich eher weniger Bock habe. Bedeutet, ich glaube, Kehrtwende ist es halt eher in der Situation als alles andere. Ja, gehen auf die Kehrtwende. Wenn er drin bleibt, auf Gift-Heap geht, er wird mich nicht killen, nie und nimmer. Vergiftung wäre ein bisschen nervig, aber das Risiko kann ich, wie gesagt, in Kauf nehmen. Ich bin physisch defensiv und er muss eigentlich immer Angst vor der Grasrutsche haben. Ich meine, dadurch, dass ich nicht direkt reingewechselt bin, denkt er vielleicht drüber nach, vielleicht macht er irgendwas. Ja, aber er wechselt immer raus. Er wechselt immer raus und wir sehen Andy. Das ist Arcani. Egelsam hätte ich darauf natürlich auch gern gehabt, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass er, wie gesagt, in dieses Foyal reingeht. Sehen wir jetzt hier den Beulenhelm oder nicht? Wir sehen hier auch keinen Beulenhelm. Okay.
So, Primarine wäre natürlich gewählt, aber Primarine wäre sowieso gestorben. Ab dem Punkt, also nicht gestorben, aber halt 1v1 wäre es nicht so nice gewesen. So, wir könnten in Boyos T gehen, erstmal den Toxiken, weil ich noch nicht genügend Infos über den habe. Voltolos will ich ihn aktuell noch nicht riskieren. Und ich glaube, deswegen gehen wir hier in Boreos T erstmal und drücken Toxin, weil er keinen wirklichen Toxin-Switch in hat. Und den erstmal zu vergiften, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Er kann natürlich Stromschuss haben und so weiter und so fort. Keine Frage. Aber wir werden einen überleben. Außer es jetzt irgendwie Choice Bandit, Adamant, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dann haben wir auch diese Informationen und die nehmen wir mit. So, mein Gameplan ist es aktuell mit meinem Kikli zu gewinnen. Heißt, die Vergiftung wäre umso besser auf diesem Akani, wenn wir sie dann raufbekommen. Was auch eine Option ist, ist mit Voltolos viel Action zu machen. Wenn Terrakion weg ist, dann ist Voltolos das schnellste Pokémon. Außer er hat Walscha Cure. Das sind aktuell so die Gedanken, die ich habe, wie ich diesen Kampf gewinnen kann. Ich bin unter Strom, Leute. Ich bin wirklich unter Strom, weil letzte Woche war ärgerlich. Letzte Woche war sehr, sehr ärgerlich. Ich habe wirklich eine solide Leistung am Ende des Tages immer noch abgeliefert, aber den Anfang nicht so... Nicht so gut gemacht. So, da sehen wir jetzt das Toxin. Und hier, Flobert ist halt immer für Überraschungen gut und vor denen habe ich halt Angst. So, wir gehen auf das Toxin. Sehen wir jetzt hier ein Fluch-Rest-Tox-Set. Das ist halt auch eine Option, aber wir haben sonst noch Verhöhner. Hitzekoller. Die gute alte Fluchttasche vielleicht. 166 auf 82 KP sehen wir jetzt hier, ne? 166 auf 82. Da ist die Fluchttasche. 166. 89% auf 82. Das heißt, er hat 55% gemacht. Ne, 45%. Ich will nämlich ansonsten herausfinden, ob der irgendwie offensives Investment hat. Overheat. Oder was das genau für ein Set ist. Nee, das wird nicht wirklich offensives Investment sein. Also, der hat da wahrscheinlich nichts derartiges. Ja, Hitzekoller schreibe ich schon mal auf. Fluchttasche. So, Sumpex ist besiegt, hat auch keine Tarnsteine rausbekommen. Tarnsteine könnten auch auf Terrakion sein. Terrakion könnte jetzt ja auch reinkommen in der Theorie. Der könnte auch gescarft sein. Das ist so eine Geschichte, die passieren kann. Okay. Ich überlege nur gerade, wie lange das... Ich muss gleich mal gucken, wie lange das Grasfeld noch da ist. Weil wenn jetzt ein Terrakion geht, wäre das actually ein bisschen nervig. Weil ich weiß nicht, ob mein Grasfeld lang genug geht, dass ich danach mit Grasrutsche ihn revengen kann. Okay, Terry Bark kommt rein. Da ist der gefährlichste aus dem Kader von Flobert. Drei Runden ist er noch da. Wir könnten jetzt auf die Kehrtwende gehen. Scouten, ob er gescarft ist. Aber ich brauche Boreos T noch, wenn er... Also dadurch gescouten, aber das will ich also eher nicht. Wir könnten hart in unser Dingens reingehen. In unser Gortrum, was wahrscheinlich auch immer unser Play ist. Ja, das ist wahrscheinlich immer unser Play. Letztendlich ist es das. Wir haben auch noch Patronieb, um den zu revengen. Oder gehen wir auf die Kehrtwende? Nee, das Risiko kann ich nicht eingehen. Ich habe zu wenig Infos. Boreos T ist noch zu gut in diesem Kampf. Und hier irgendwie zu riskieren, dass er, wie gesagt, Scarf, Tarnsteine, Steinkante ist nicht okay. Nahkampf kommt. 207. Das ist Gewalbandit, oder nicht? 207 auf 77? Das ist doch Gewalbandit, ne? 207 auf 77? Das muss doch Gewalbandit sein, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. So, Grasrutsche killt ihn hier immer. Das weiß er auch. Das weiß er auch, dass ihn das immer killt. Weil er ist jetzt auf minus 1. Boreos T ist jetzt auch in einer Situation, wo er Nahkampf abfangen kann. Er wird hier mal rauswechseln. Ich denke, es ist eine Option, hier in Boreos T zu gehen. Ich hätte zwar gerne auch noch einmal Schutzschildheilung hier tatsächlich ganz gerne. Oder wir gehen einfach auf Egelsam. Er ist auf jeden Fall gewalbert. Er muss gewalbert sein. Also Terrakium, Walband. Ja, wahrscheinlich sind es eher die Egelsam hier. Wobei er halt in Foyal gehen kann. Wenn er in Foyal geht, dann kann er Triple Axeln, was auch nicht so cool ist, sage ich mal. Und ich brauche auf jeden Fall meinen Gortrom noch für Grassam. Ich denke, Boreos T hart reinwechseln ist hier der beste Play. Vor allem, wenn er ganz greedy drin bleibt und auf Nahkampf geht, weil ich kann meinen Gortrom jetzt hier noch nicht verlieren. Er wechselt hart raus, das war klar. So, er weiß jetzt noch nicht, dass ich Grasrutsche habe, er geht auf Andy rein. Da wären, wie gesagt, die Egelsam nicht schlecht gewesen, aber für die Option, dass er in Foyal geht... Und dann Free Triple X rausbekommt, das kann ich ihm nicht geben. Also,
dreifach Axel. Die Option würde nicht, überhaupt nicht gehen. Überhaupt nicht. So. Wir könnten jetzt einfach mal verhöhnen eine Runde. Er weiß natürlich, dass wir Verhöhner haben. Das wären Optionen und ich würde auch fast sagen, wir verhöhnen ihn hier erstmal und gucken mal, was er tut, oder? Ja. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich will nicht vergiftet werden. Wie gesagt, insgesamt wäre ein Schmackofatz gewesen, ne, auf diesem Ding. Auf Akani, weil ich dann Gras, Feld, Überreste und insgesamt Recovery bekommen hätte. Weil so, das nächste Mal, wenn ein Terrakium reinkommt, wird er auf jeden Fall einen Kill claimen können, wenn ich nicht in der richtigen Situation dafür bin. So, ich muss den ein bisschen angechippt bekommen. Dieses Akani muss angechippt werden. Wenn der angechippt ist, ich habe halt leider nur Hitzewelle und ich will die eigentlich gerade noch nicht revealen, dass ich sie habe. Dann kennt er mein ganzes Set und Hitzewelle macht sowieso nicht genügend Schaden. Aber ich will ihn so anchippen, dass ich halt mit Kikli durchgehen kann. Das ist aktuell das, was ich... Also ich sehe Kikli ja echt potenziell gewinnen, wenn ich es richtig anstelle. Aber dafür muss ich es erstmal richtig anstellen. So, da kommt nochmal der Hitzekoller. Jetzt gleich auf minus 2, 144 auf 48 KP. So. Er bekommt jetzt wieder Grasfeldheilung, aber weiter Toxinschaden. Ich bin auf Verhöhner gegangen, by the way, wie gesagt, wegen Toxin. Ich kenne sein Set noch nicht. Er kann auch nicht Morgengrauen einsetzen oder so. Das Grasfeld ist jetzt weg. Jetzt ist er auf minus 2. Jetzt könnten wir auf die Kehrtwende gehen. Into Voltolos. Und dann damit Druck aufbauen. Ja. Ich denke, auf minus 2 macht mir dieses Akani nicht genügend. Also ich meine, er kann natürlich auch immer noch physisch sein, das ist klar. Also auch immer noch mixed offensiv. Das ist klar, das ist klar. Ihr könnt jetzt hier, by the way, auch Turbo-Tempo einsetzen. Hard und Voltolos gehen, ist das eine Option? Das ist wahrscheinlich die beste Option. Ja. Weil ich bekomme durch Overheat eigentlich nicht genügend Schaden. Nee, auf minus 2. Wie gesagt, wenn jetzt hier plötzlich Mixed Offensiver ist, dann sollte mich aber immer noch nicht killen können. Vielleicht wieder auf Stromstoß oder so, keine Ahnung. Geht auf Turbo-Tempo, da ist es. War irgendwie so ein bisschen der Gedanke, dass das passieren kann. Er bekommt weiterhin Vergiftungsschaden oder Giftschaden. Und jetzt bekommen wir einen Donnerblitz raus. Und selbst wenn er drin bleibt und das aus irgendeinem Grund überlebt oder so, weil er offensivfest ist oder keine Ahnung, dann nehme ich das mit, weil ich will den ja anschippen für Kikli, damit er mir keinen Bedroher später mitgibt. Weil das wird wichtig. Das wird sehr, sehr wichtig. Wir müssen alles für unser Kikli vorbereiten. Das ist der Gameplan, für den ich gerade gehe. Heißt, wir drücken hier immer Donnerblitz. Und Akani könnte sterben. Also wenn er Offensivfeste hat, dann wird er das überleben. Also wenn er Offensivfeste hat. Aber er hat, also die Vergiftung soll dann so runterticken, dass er ihn besiegt. Also dass es ihn besiegt. Je nachdem, wer investiert ist. Außer irgendwie komplett Bad-Staff oder so, keine Ahnung. Mit Offensivfeste, dann wird er höchstwahrscheinlich noch den Toxintick überleben. Aber dann ist er halt so low, dass er auch, er kann dann nicht mehr groß Heilungen sich holen oder so, weil er dann Offensivfeste trägt. Ihr kennt es. Aber Turbo-Tempo, Hitzekoller, kein Toxin, ich weiß noch nicht genau, was das genau für ein Set ist. So, das kann ich mir irgendwie gerade noch nicht genau vorstellen. Bin auf jeden Fall auf Donnerblitz. Ich hoffe, dass, okay, er wechselt tatsächlich raus. Er wechselt in Broilerbernd, in das gute alte Kyurem. Vogelstoß konnte ich hier auf jeden Fall nicht drücken. Er kann natürlich jetzt hier Gewahlschalt sein, was ein kleines Problem ist. Aber er hat ja den Gewahlschalt drauf, ne? Donnerblitz kommt, macht soliden Schaden. So. Kyurem. Konnte ich irgendwas an diesem Schaden erkennen? Fokusstoß killt ihn halt immer, ne? Das ist klar. Das ist klar wie Kloßbrühe. Schwierige Situation, ne? Fokusstoß killt ihn, der könnte Gewahlschalt sein. Donnerblitzschaden kann ich eigentlich nicht wirklich was erkennen. Heißt, eigentlich ist Charles hier mein Play. Und wenn er jetzt hier wirklich Dingens ist... hier, ihr wisst schon, ein Drachentanz-Set, dann ist das auf jeden Fall gefährlich, aber ich habe dann immer noch Patroni, wie gesagt, und Gortrum und Kikli. Das wäre okay, dann muss ich halt nur relativ früh die Kikli-Engine anschmeißen und die will ich eigentlich noch nicht so früh anschmeißen. So, Walbein Kikli auch, ja, das wird auf jeden Fall, also ich muss auf jeden Fall dieses Kikli gut aufspannen, weil Barakiefer halt outspeedet alles, logischerweise, aber ich habe halt Grasrutsche und Dingens outspeedet alles, Terrakium, außer Boreos.
Und Kikli ist natürlich schneller, sobald das Grasfeld da ist. Okay, kommt der Eisstrahl. Könnte Gewalschall sein, bitte kein Freeze. 187 KP auf 154, kein Freeze. Jo, nicht, meine guten Freunde. Was ist denn ein Freeze? Hallöchen, was geht ab? Jo, cool. Jo, nice. Ja, nice. Also ist auf jeden Fall nicht gespext. Das sehen wir am Schaden. Er ist möglicherweise Scarf. Ja. Ha. Ich muss einfach auftauen. Es ist, wie es ist. Ich gehe auf Steigerungshieb. Das ist hier, glaube ich, mein Play. Wenn rauswächst in Akani zum Beispiel. Wenn Hitsukawa sein Feuerstep ist, dann werde ich ihn ganz gut überleben und könnte einfach drin bleiben auf Erdbeben gehen. Einfach hoffen, dass wir auftauen. Kann ja nicht schief gehen. 10%. 10%. Ja. Gucken wir mal, was passiert. Böllerfisch kommt rein. So, jetzt bitte. Bitte, bitte, bitte. Metagross, du kannst dich nicht bewegen. Bisschen trauriger. Geht er hier auf Gift-Hieb? Niemals wird er hier auf Gift-Hieb gehen. Der wird immer auf Knirscher oder so gehen. Gehen wir in Mojo-Jojo. Gehen wir in Mojo-Jojo rein. Ich habe halt Angst, weil der killt uns. Ach, das ist. Es ist nicht cool, aber wir müssen immer noch. Wir dürfen nicht unseren Gameplan vernachlässigen. Was ist, wenn er hier nicht auf Gift-Hieb geht? So, er wird halt davon ausgehen, dass ich hier vielleicht einfach drin bleibe. So, wie heißt der? Wie heißt der? Rillaboom. Okay. Crunch. So. Ich überlege nämlich gerade, ob ich einen Knirscher überlebe. Ich überlebe einen Knirscher. Wir gehen auf Rillaboom. Ich werde einen Knirscher überleben. Ich spare mir Metagross auf. Es gibt auch eine Freeze-Clause, oder? Dass man nicht zwei Pokémon einfrieren darf, ne? Okay, 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 okay. Graserzeuger kommt. Jetzt sollte hier eigentlich Knirscher oder so kommen. Oder vielleicht maximal noch Nahkampf. Gift-Hieb. Es kommt tatsächlich ein Gift-Hieb. Krass. Crazy, crazy, crazy. Er macht diesen Play. Bedeutet, dass wir hier immer in Hitmonlee gehen müssen. Das bedeutet es leider, ne? Das bedeutet es leider. Okay. Dann müssen wir in die Hitmonlee gehen. Das nervt mich. Das ist blöd. Hätte ich gedacht, dass er es macht. Aber ich verstehe den Play. Ich verstehe den Play. Er wird mir. Wird er mir. Kann ich einen Protzer rausbekommen? Wenn ich auf plus 2 bin. Das Problem an diesem Set ist, der kann halt Psychic Fangs haben. Wird er hier Psychic Fangs spielen? Liquidation macht halt schon super viel. Von einem Live-Hop-Set. Heißt, eigentlich muss ich ihn jetzt hier immer wegböllern. Und auf Nahkampf gehen. Ja. Eigentlich muss ich immer auf Nahkampf gehen. Ich würde so gerne auf Protzer hier gehen. Aber das kann ich einfach nicht. Weil Turbo-Tempo dann kommt. Oder was ist, wenn er rauswechselt? Boah, aber es tut er nicht. Er wird das nicht machen. Protzer wäre so wild, ne? Ich habe noch andere Win-Cons. Geh auf die Wasserdüse. Jupp, jupp, jupp. Ja, das würde auch reichen. Zweimal Wasserdüse plus Turbo-Tempo würde mich killen. Deswegen, ich muss hier auf Nahkampf gehen. So, jetzt bin ich auf minus 1. Ich sollte aber eigentlich nicht in Turbo-Tempo-Range sein. Ich sollte nicht in. Ich bekomme auch noch Grasfeld-Recovery, was halt auch nicht schlecht ist. Jetzt kommt Akani halt rein. Mit einem Bedroher. Und das Problem an der Geschichte ist. Er hat, glaube ich, nicht genügend Chip gefressen, dass ich mit Erdbeben kille, ne? Wobei. Ja, er kommt auf sein Investment an. Kommt auf sein Investment an. Extreme Speed wird halt genug machen, wenn er offensiv ist. Also er kann zweimal, also einmal Turbo Tempo wird nicht ausreichen im Normalfall, aber zweimal Turbo Tempo schon. Setupen kann ich mich dagegen auch nicht. Er wird halt im Normalfall immer in Andy gehen, ja. In Akani. Da werden wir immer auf Erdbeben gehen. Gegen dieses Pokémon. Gegen mein Lieblings-Pokémon. Gegen den Guten. Ich wollte es nicht so früh tun. Ich hätte vielleicht Metagross einfach mit Metagross drinbleiben sollen.
und noch das Match so abwarten sollen, wie es läuft. Genau, er geht jetzt auf Turbo-Tempo. Ich bin auf plus minus 0. Das sollte ich überleben. Ich überlebe es. Jetzt kommt das Erdbeben. Das killt hoffentlich. Es macht ja gar keinen Schaden wegen des Grasfeldes. Ich bin ein wenig lost gewesen. Ich habe einen groben, groben Fehler gemacht. Ich habe das nicht bedacht. Nahkampf hätte ihn sowieso nicht gekillt, aber Nahkampf war hier trotzdem eher der Play. Das war ein Fehler. Ich hab mich ein bisschen... Okay. Kurz mal überlegen. Turbo-Tempo kann ich vielleicht noch überleben. Ich gehe auf Nahkampf. Oh, das war ein Fehler. Der tut weh. Ich meine, Nahkampf hätte ich halt nicht gekillt, so, aber... Also Erdbeben hat mir in meinem Kopf immer gekillt, aber ich habe das Grasfeld einfach kurz ausgeblendet. Ich weiß, es war, also die Sache ist, der Gedanke hinter Erdbeben war, okay, jetzt nehmen wir erstmal, ob Turbo-Tempo killt. Es killt leider. Der Gedanke hinter Erdbeben war, wenn das Grasfeld weg ist, dann habe ich die Möglichkeit, Akani halt mehr anzuchippen und ich wollte nicht auf die Steinkante gehen, aber der Gedanke war, also der Gedanke war, dass der Zeitraum zwischen Gortrum und Kikli größer sein wird und dass ich einen Protzer vorher rausbekomme, sodass das Grasfeld dann hoffentlich schon vorbei ist. Dieser Gedanke hat sich jetzt nicht gelohnt, wie man sehen kann. Das war ein Fehler. Kann auch mal auf Turbo-Tempo gehen. Okay. Geht Schlammwoge hier. Dann gehen wir jetzt immer auf Schlammwoge, ne? Ja, doch, Schlammwoge sollte ja killen. Er wird sowieso auf Turbo-Tempo gehen. Okay. Ja. Also, am Ende des Tages macht es ja Unterschied, weil ich weiß, dass Nahkampf nicht gekillt hätte. Aber trotzdem nervt es mich, dass ich jetzt diesen Play gemacht habe, wisst ihr? Weil es nicht mein optimalster Play war. Weil am Ende des Tages hätte mich Turbo-Tempo sowieso immer gekillt. Ich überlege nur gerade, ob ich noch einmal auf... Protzer, nee, das war auch nicht mein Play. Der Freezer hat mich zu sehr aus der Bahn geworfen. Aber ist okay, ich muss, darf mich jetzt davon immer noch nicht aus der Bahn werfen lassen. Ich habe noch eine Option. Die aber auch bedeutet, dass ich eigentlich auftauen muss. Und das ist nicht die schönste Option. Das ist ganz und gar nicht die schönste Option. Terra. Du bist mein größtes Problem gerade. So, er müsste, wenn er jetzt Steinkante hat, müsste er sich eigentlich auf Steinkante locken. Ah, Mann. Weil ich kann immer noch gewinnen. Das ist das Crazige. Mein Metagross sieht immer noch so gut aus. Das einzige Problem ist Fuyal. Aber darum kann sich Boreos kümmern. Mein Problem ist gerade, Metagross ist eingefroren und das ist diese Unkonstante. Diese Inkonstante. Einfach vielleicht drin. Ah, das nervt mich. Okay, er geht jetzt in den rein. Er muss gescarft sein, oder nicht? Wenn er so reinwechselt. Gehe ich das Gamble ein, dass er nicht gescarft ist? Oder gehe ich einfach in Charles rein? Ich kann das Gamble gar nicht eingehen, ne? Er geht in Broilerband direkt. Ich weiß nicht, ob er es halt so ein bisschen baiten will, dass er gescarft. Aber was würde ihm das jetzt hier bringen? Oder die Antikampfbeere, das ist auch noch eine Option. Okay, komm schon, bitte. Charles, du kommst jetzt erstmal rein, nimmst den Angriff und dann taust du auf, okay? Eisstrahl kommt. So, Metagross, du kannst nicht nochmal einfrieren. Du musst jetzt einfach nur auftauen. Wir gehen jetzt auf Steigerungshieb. Du musst jetzt einfach nur auftauen. Tau jetzt bitte auf. Metagross, bitte. Wirklich. Das kann uns dieses Match retten. Dieser Freeze ist so unglaublich unlucky. Weil er mich so zurückwirft, aber ich kann es noch gewinnen. Metagross, bitte. Bitte. Wirklich. Das wäre so wichtig. Ich will nicht diese Season mit die Hinrunde mit 4-3 beenden. Ganz ehrlich, ich habe eine echt gute Hinrunde gespielt. Ich bin echt glücklich über meine Leistung. Ich habe einen Fehler gemacht mit dem Erdbeben. Ganz ehrlich, der Erdbeben-Play ist am Ende des Tages sowas von egal. Weil niemand interessiert. Also, natürlich würde es den Leuten interessieren, ja, wieso das Erdbeben gegen im Gras fährt, bla bla. Aber er macht keinen Unterschied. Dieser Freeze macht einen Unterschied. Jetzt tau auf, Junge, tau auf. Er wechselt raus. Er wechselt höchstwahrscheinlich in Fuyal rein. Nee, Terrybug, das ist der Moment. Metagross, bitte. Jetzt kann ich einfach Choice Bandit Nahkampf drücken. Es schmerzt.
Es schmerzt sehr. Es schmerzt sehr. Wenn er hier aufgetaut wäre, hätte ich Steuerung Sieb into Patroni drücken können. Und es wäre höchstwahrscheinlich Game gewesen. Ja. Ja, ich überlege gerade, was mein bester Play ist. Gehe ich hier raus in Boyos T auf einen Nahkampf und hoffe halt nochmal später auf diese Situation. Ich glaube, es ist mein... Also, um zu gewinnen, ist das mein bester Play. Auch wenn ich diesen Play nicht mag. Aber ein Winning Play ist, ich gehe jetzt auf einen Nahkampf in Boyos T. Und da muss ich mit Metagross wieder irgendwie hoffen, aufzutauen. Weil Choice bei einem Nahkampf böllert Metagross weg. Steinkante kommt jetzt sogar, geht sogar auf die Steinkante. Okay. Aber wieso geht er dieses Risiko ein? Egal. Ja, jetzt muss ich einfach hoffen, dass ich auftaue. Wenn ich jetzt auftaue, habe ich noch eine Chance. Ich habe da noch eine... Also ich habe prinzipiell noch immer noch eine Chance. Weil er mir gerade die Option gegeben hat. Also Steinkante war, glaube ich, nicht der Play. Er wächst jetzt raus. Er gibt mir nochmal ein Opening. Bräuler-Bernd. Bitte, Metagross. Bitte, tau jetzt auf. Bitte. Wirklich. Bitte. Bitte, Metagross. Was soll ich tun? Jetzt wirklich. Was soll ich tun in so einer Situation? 10% Freeze. 3 Runden hatte ich die Chance aufzutauen. Ich bin nicht aufgetaut. Mein Play ist es zu hoffen, dass er auf Erdkräfte geht. Ich deswegen in Voltolos gehe. Und wenn er sich auf etwas anderes lockt, kann ich wieder in Metagross gehen. Weil Metagross ist immer noch mein Wincon. Das ist das Traurige. Metagross kann mir immer noch diesen Kampf gewinnen. Weil Flobert mir gerade eine Chance gegeben hat mit dem Nahkampf. Ich glaube, Nahkampf war hier immer sein Play. Aber okay, ich nehme diese Chance. Es tut nur so weh. Es tut nur so weh. Weil ganz ehrlich, wenn der Freeze nicht gekommen wäre, ich hasse sowas immer zu sagen, ja, wenn der Freeze nicht gekommen wäre, dann hätte ich gewonnen, bla 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 bla. Aber schaut es euch an. Ich habe trotz des Freezes, trotz 3 Runden, wo ich nichts getan habe, immer noch eine Chance zu gewinnen. Weil ich halt diesen Steigerungshieb plus Patronip habe. Da kommen die Erdkräfte, okay. Ich habe jetzt noch eine Chance. Okay, warte mal ganz kurz. Er ist gelockt. Er ist gelockt. Warte mal. Stopp. Überleg mal ganz kurz. Fokusstoß könnte ich jetzt hier drücken. Ja, Fokusstoß ist mal mein Play, nicht Schlammbogen. Ich überlege gerade, ob ich auf Royal, also auf Royal Schlammbogen drücke. Ne, wir drücken ja auf Fokusstoß. Wir müssen nur treffen. Wir müssen nur treffen. Da kommt Serena rein. Hab deswegen überlegt, auf Schlammwoge zu gehen, aber das ist okay. Du sagst, wenn Serena weg ist, habe ich immer noch eine Chance. Ich habe immer noch eine Chance. Nee, ich habe keine Chance, weil er jetzt sich auf Nahkampf locken kann. Wobei, actually, immer noch. Weil Patronip, ich habe immer noch eine Chance, wenn ich auftaue. Leute, ich habe immer noch eine Chance. Jetzt sei nicht irgendwie Scarf oder so. Warte mal ganz kurz. Erstmal hauen wir dich mit Schlammwoge kurz weg. Dass wir Vogelstoß getroffen haben, sehr wild, by the way. Danke, Spiel, danke. Aber wir haben immer noch eine Chance. Wir können, wenn wir auftauen mit Metagross, immer noch gewinnen. Weil er muss jetzt in Tarkium gehen. Er muss doch jetzt in... Oder geht er in Kyurem? Aber er drückt dann Eisstrahl. Und da habe ich immer noch eine Chance. Ich habe so... Egal, wie ich es drehe und wende. Weil wenn er in Tarkium geht, ist er auf minus 1 Verteidigung. Terry Bark kommt rein, ja. Metagross. Ich habe immer noch eine Chance. So, er muss immer auf Nahkampf gehen. Wir gehen hier auf Donnerblitz. Er muss auf Nahkampf gehen. Er geht auf Nahkampf. Okay. Leute, folgende Geschichte. Er ist jetzt auf minus 1. Ich muss kurz aber etwas herausfinden. Patronip killt ihn gar nicht safe, ne? Was für eine KP-Range bin ich? 121. Mit der Min-Min-Min-Min-Min-Roll könnte ich möglicherweise Nahkampf überleben. Deswegen überlege ich gerade auf Steigerungshieb zu gehen, weil ich glaube, sein bester Play ist sogar rauszuwechseln, actually. Aber er wird halt immer drin bleiben, auf Nahkampf gehen. So wie ich Flobert kenne, er wird hier immer auf Nahkampf gehen. Patronip. Es ist der Patronip. Und dann hoffen, dass wir auftauen. Aber es wird wahrscheinlich nicht mal killen. Heißt, wir müssen auch noch auf einen Crit hoffen. Was... Ich nehme den Crit mit. Ganz ehrlich, ich habe diesen Punkt, nehme ich einen Crit mit. Okay, er überlegt vielleicht doch rauszuwechseln.
Aber dann wäre immer noch Steigerungshieb. Kann immer noch Steigerungshieb drücken. In Curum. Dann sind wir in einer ähnlichen Situation. Okay. Wir sind sowieso eingefroren. It is what it is. Wir verlieren diesen Kampf damit 0-2. Ja. Bin ich glücklich über so eine Niederlage? Natürlich nicht. Ich sag, Erdbeben-Play, okay, kann man kritisieren. Aber macht keinen Unterschied. Freeze, das macht einen Unterschied. Flobert, GG, trotzdem. GG an ihn. Habe ich sogar 3-0? Nee, ich habe 2-0, glaube ich, verloren. Ja, 4-3 nach so einer Hinrunde. Also, finde ich schade. Aber hey, passiert. Leute, danke fürs Zusehen. Ich freue mich trotzdem über Likes und Kommentare und dies und das. Bis dann und ciao.